Fragen Sie durchschnittliche Eltern, ob sie an den Weihnachtsmann glauben, sie werden sagen, ich bin noch nicht verrückt, ich tue nur so für meine Kinder. Und wenn Sie die Kinder fragen, ob sie an den Weihnachtsmann glauben, dann sagen die, ich bin noch nicht verrückt. Ich weiß, meine Eltern kaufen die Geschenke, aber ich tue so, als wüsste ich es nicht, damit meine Eltern nicht enttäuscht sind und ich die Geschenke kriege. Und so weiter. Das ist das Paradoxe. Niemand glaubt an die erste Person. Jeder sagt, ich tue nur so für jemand anderen. Dennoch funktioniert dieser Glaube. Er strukturiert unsere soziale Realität. Links. Das hier? Nein, nein. Das linke. Das hier? Nein. Das ist echt schön. Nein, bitte. Okay, welches möchten Sie? Das hier? Ja. Aber Sie wissen, dass Sie darin alt aussehen. Vielen Dank. Keine Ursache. Alles geht den Bach runter. Die NASA ist nicht mehr das, was sie mal war. Jetzt schicken die Russen unsere Leute ins Weltall, nicht wir. Wir wissen doch gar nicht mehr, wie das geht. Damals haben wir Menschen auf den Mond geschickt. Das Aufregendste heutzutage ist, dass ein Typ aus einem Ballon hüpft und Red Bull trinkt. Glauben Sie wirklich, das zählt irgendetwas? Es ist wertlos. Natürlich hat sich's verändert. Ich glaube, in Osteuropa ist es sehr kalt. Braucht ihr Hilfe? Nein, schon gut. Ich habe keine Ahnung, wo er seine Mitbewohner findet. Er hat einen guten Geschmack, oder? Definitiv. Begleiten Sie ihn den ganzen Weg lang? Ja, wir sind die Filmcrew. In Zagreb treffen wir noch andere. Hoffentlich wisst ihr, worauf ihr euch einlasst. Wir denken schon. Was ist Ihre Geschichte? Ein Typ aus den USA schrieb mir und behauptete, mein Vater Ivan Pavic zu sein. Wissen Sie, ich habe mein ganzes Leben lang ohne Vater gelebt. Ich dachte, er sei tot. Ich meine, ich war in seinem Grab, zusammen mit seiner Mutter, meiner Großmutter. Wird bestimmt eine spannende Reise für Sie. Sehr spannend. Ich war seit 50 Jahren nicht dort. Kommt Natascha nach Park?
Ja, wir treffen uns auf der Insel Park. Toll. Sie kommt nach Park. Ich freue mich darauf. Ja, ja. Das ist alles abgemacht? Ja. Hervorragend. Viele Dokumente aus den 60er Jahren werden erst jetzt freigegeben. Also 50 Jahre später fangen wir an zu verstehen, was wirklich in den 60er Jahren passiert ist. Hier. Da ist kein Glas drin? Nein, Vorsicht, Ihr Bein. Mir ist es, das ist es. Das haben wir gesucht. Da ist er, Hermann Potočnik Nordung, ein slowenischer Wissenschaftler. 1929 schrieb er sein zweites Buch über die Raumfahrt. Sehr konkrete, radikale und revolutionäre Ideen. Leider starb er, während er an dem zweiten Buch schrieb, und alles, woran er gearbeitet hat, ging verloren. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erfährt der jugoslawische Geheimdienst von diesen Dokumenten und informiert den Generalsekretär der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, Josip Broz Tito, über deren potenzielle Bedeutung. Tito lässt die Dokumente von Experten auswerten. Sie kommen zu dem Schluss, dass es sich um eine detaillierte Anleitung für den Bau eines Raumschiffes handelt, das möglicherweise eine Crew zum Mond bringen könnte. Tito erkennt, dass die Dokumente seinem neuen, im Aufbau befindlichen Land, das bald zwischen den Ost- und Weststaaten eingeklemmt sein wird, einen bedeutenden Vorsprung verschaffen könnte. Tito ordnet den Start des jugoslawischen Raumfahrtprogramms an. Ich gehörte zu einer Gruppe von Ingenieuren, die eine Kapsel zur Raumschiffbemannung für das jugoslawische Raumfahrtprogramm entwickelte. Wir fanden heraus, dass die Jugoslawen viel Zeit darauf verwendeten, ein Testgebiet für ihre Raumfahrttechnologie zu finden. Zur gleichen Zeit baute Jugoslawien eine riesige unterirdische Luftwaffenbasis, Objekt 505. Es passte alles zusammen. Ich wurde einem Team von Sicherheitsoffizieren zugewiesen, verantwortlich für Spionageabwehr und den Schutz des Programms. Wir mussten ein paar Dörfer räumen, damit keine Bauern in der Gegend arbeiteten und um sicherzustellen, dass uns keine Touristen oder Ausländer zu nahe kamen. Auf geht's. Ich zeige es Ihnen, wenn wir im Tunnel sind. Auf den ersten 50 Metern. Da kommt die Polizei. Kein Problem, das ist das übliche Prozedere. Sind Sie von hier? Ja, ich wurde von der Filmcrew beauftragt, sie durch die unterirdische Anlage zu führen. Ich kenne mich hier in der Gegend ganz gut aus. Was ist das? Sind Sie... Er kommt aus den USA. Amerikaner? Wofür ist die Kamera? Wir drehen. Wir filmen, aber sie nimmt gerade nicht auf.
Kollege Miele, überprüfen Sie die. Was macht der Amerikaner hier? Er will wissen, was Sie hier machen. Können Sie übersetzen? Ja, ja, okay. Sprechen Sie Englisch? Ein bisschen. Ich bin Historiker und interessiere mich für die Geschichte dieses Ortes. Was hat er gesagt? Er ist Historiker. Er interessiert sich für die Geschichte dieses Ortes und dafür, wie das jugoslawische Raumfahrtprogramm... Okay, okay. Wir waren bereit für Teststarts, aber die unterirdische Anlage war damals noch nicht komplett funktionsfähig. Es wurde noch daran gebaut? Ja, sie wurde noch gebaut. Das Zeitalter der Raumfahrt beginnt im Oktober 1957. Damals schickten die Russen eine mehrstufige Rakete ins All, die den Satelliten Sputnik 1 transportierte. Well, I made that prediction that the day will come when perhaps our major battles will be space battles instead of air battles. People of the United States have been humiliated. They're disturbed and they're unhappy. Not just our pride, but our security is at stake. The country is in dire trouble. We must conclude that 10 years from now, Russia will be way ahead of us. Wenige Monate nach dem Start des jugoslawischen Raumfahrtprogramms kam Tito zu einem Überraschungsbesuch zum Objekt 505. Diese Besuche wurden von unserer Spionageabwehr zur internen Nutzung dokumentiert. Tito bestand darauf, dass alles schneller gehen musste. Und die Ingenieure versprachen ihm, dass unser Raumfahrtprojekt besser sein würde als der Sputnik-Satellit der Sowjets. Da unten war eine große Abschussrampe. Die Rakete war dreistufig und verfügte über eine kleine Kapsel, in die wir ein Schwein setzten. Ein Schwein? Ja, ein Schwein. Wir bauten die dreistufige Rakete Triglav 1. Sie war nach den Ideen und technischen Lösungen von Hermann Potocznik Nordung konstruiert. Diese Rakete schaffte es tatsächlich bis in die Stratosphäre. Wir konnten die Landung der Kapsel nicht absichern. Sie landete in internationalem Gewässer, in der Adria, nahe des italienischen Hoheitsgebiets. Unser Militärschiff nahm die Kapsel an Bord und ging knapp einem italienischen Militärschiff aus dem Weg. Sie hatten uns bemerkt, aber wir mussten es riskieren. Die Italiener konnten nur raten, warum wir da waren. Das Schwein hat den Flug übrigens überlebt. Hallo? Hallo? Hi, Natascha. Ich bin's, Ivan. Danke, alles ist gut. Wir sind gelandet. Wir sind gerade in Kroatien. Wir treffen uns bald auf Park, oder? Alles Gute. Tschüss. Bishop Fito, would you like to take this opportunity when you are appearing before the people of America to give them any special message? Yes, I will take this opportunity to send my greetings to America's people and plenty best wishes also on all these Americas who have sympathy for our
no, 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 no. Aspirations to create a happy, new, strong Yugoslavia. Povećaj tlak odjelu na dva bara I dodaj u celu. Idemo. Ajmo lijevo, idemo lijevo. Gdje ima na links? Idemo lijevo, this way. All right. Pa... Es war irgendwo hier. Ich weiß nicht mehr, wo genau. Ich glaube, es ist das Gebäude da. Ja, es war kleiner als die anderen. Brechen wir ein? Moment, mein Fuß hängt fest. Kannst du mir einen Schubs geben? Kriegst du ihn raus? Nein. Okay. Geht's dir gut? Ja, alles in Ordnung. Ivan hat erzählt, dass die Jugoslawen viel improvisieren mussten. Sie hatten nicht dieselben Ressourcen wie die Amerikaner oder die Sowjets. Also stellten sie für angehende jugoslawische Astronauten diesen Wassertank hier hin. Das ist eine billige Methode, um die Schwerelosigkeit zu simulieren. Also tauchten die angehenden Astronauten hier im Wasser. Wobei die Herausforderung darin bestand, bestimmte Aufgaben unter Wasser schwebend auszuführen und sich so an das Gefühl der Schwerelosigkeit zu gewöhnen. Nach dem erfolgreichen Teststart einer dreistufigen Rakete machten wir Pläne für eine größere. Aber uns gingen die Ressourcen aus. Es war klar, dass das Programm viel zu langsam voranschritt und viel zu teuer war. Das war ziemlich ernüchternd für uns. Obwohl wir es eigentlich schon geahnt hatten. Jugoslawien musste Kredite aufnehmen. Aber die Geldgeber wollten immer ganz genau wissen, wofür das Geld ausgegeben wurde. Es kam natürlich nicht in Frage, der internationalen Finanzwelt zu erzählen, dass wir das Geld für ein Raumfahrtprogramm brauchten. Tito war ein Mann mit großem Appetit und mit großen Ideen. Eine Aufgabe des Raumfahrtprogramms wäre ein Scheitern gewesen und hätte eventuell politische Konsequenzen für ihn haben können. Es gab Prognosen von Finanzexperten. Ihr Fazit war, dass Jugoslawien bald bankrott gehen würde. Die USA hatten das gegenteilige Problem. Sie hatten das Geld, aber ihre Technik funktionierte nicht. Ihr Pioneer Zero-Projekt, das Fotos von der Mondoberfläche aufnehmen sollte, schlug fehl. Ebenso die Vanguard-Raketen. In dieser Zeit zieht Kennedy ins Weiße Haus ein und steht unter großem Druck, einen Erfolg zu präsentieren. Er zieht also alle potenziellen Möglichkeiten in Betracht. Sincerely, our efforts in space have been under review. With the advice of the Vice President, who is chairman of the National Space Council, we have examined where we are strong and where we are not, where we may succeed and where we may not. Hier sehen wir die unterirdische Fluggeräte- und Raketenverteilung im Objekt 505 und das erste verifizierte Foto eines Raketenstarts über die Atmosphäre hinaus. Rocket launch.
Die CIA hatte Kennedy darauf aufmerksam gemacht, dass das jugoslawische Raumfahrtprogramm das amerikanische möglicherweise ergänzen und bereichern könnte. Also schickte Kennedy einen erfahrenen Diplomaten, W. A. Harriman, nach Belgrad. Mrs. Harriman and I are very glad to be back in Belgrade with some detail, so that I will look forward very keenly to having the privilege of seeing him again, discussing matters of mutual interest. Major Hafner beauftragte mich, einen Bericht über den aktuellen Stand des Projektes abzuändern. Die Entwicklung ging gut voran, aber das Programm war noch nicht einsatzbereit. Stimmt es, dass Berichte über den aktuellen Stand des jugoslawischen Raumfahrtprogramms absichtlich erfunden und abgeändert wurden, um es besser dastehen zu lassen? Stimmt es, dass Sie die Order dazu gaben? Nein, die Berichte waren immer echt und objektiv. Vielleicht wurde manchmal etwas übertrieben. Aber es gab keine absichtliche Fälschung oder Veränderung. Wir hätten einen potenziellen Käufer nicht in die Irre geführt. Ich erstellte einige Fantasiepläne und frisierte die Ergebnisse der Teststarts. Ich gebe zu, dass einige technische Details sehr facettenreich dargestellt wurden. Wir wollten, dass die NASA-Vertreter sich dafür interessieren und nach Jugoslawien kommen. Und sie kamen. Welcome to Slovenia. Yes, what are you looking forward? Well, we're looking forward first to our exchanges with the scientists in Slovenia, because we know they will be at a very high level of understanding, and we are anticipating some very interesting and meaningful questions from them. And of course, based on what we have seen in Yugoslavia so far, we are also looking forward to the hospitality of the people and the fine time, which I have heard we will certainly have. Die NASA-Delegation war beeindruckt von unserem Raumfahrtprogramm. Zusammengefasst war die Einschätzung der Delegation, dass das Programm und die Technologie äußerst fortschrittlich waren. Insgeheim glauben wir daran, dass die Amerikaner an uns glauben. So funktionieren Mythen. Man sagt, ich weiß, dass es nicht stimmt, aber ich weiß, dass andere über mich glauben, dass es stimmt. Es gehört zur Naivität der Amerikaner, dass sie gerne an die Geheimnisse der anderen glauben. Tito entschied sich dafür, den Amerikanern das Programm für eine feste Geldsumme anzubieten. Das ist die slowenische Botschaft, aber in dem Gebäude war früher die jugoslawische Botschaft. Das ist der Konferenzraum. Hier ist es passiert. Der Tatort. Genau. Man muss sich vorstellen, damals stand hier ein riesiger Konferenztisch. Viele Stühle, überall Papiere, amerikanische und jugoslawische Funktionäre verhandeln, viele Sicherheitskräfte, alles ist streng geheim. Die Amerikaner versuchten uns runterzuhandeln, wie es im Kapitalismus üblich ist. Aber wir bestanden auf unseren Preis. Wir wollten 3 Milliarden US-Dollar für das Programm. Sie wurden sich einig, 2,5 Milliarden Dollar für das jugoslawische Raumfahrtprogramm. Die Summe entsprach dem dreifachen Jahresbudget der NASA. Die Öffentlichkeit wusste nicht, wofür Tito das Geld bekommen sollte. Es sollte als Entwicklungshilfe von den USA für Jugoslawien deklariert werden. Rechnet man es auf die heutige Zeit um, entsprach der Preis ca. 50 Milliarden Dollar.
Das ist die Insel Park. Hier bin ich geboren, hier habe ich geheiratet und jetzt bin ich zurück. Morgen sehen Sie Ihre Tochter zum ersten Mal, oder? Ja, zum allerersten Mal. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe noch nicht mal ein Bild von ihr. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ivan, alles in Ordnung? Alles in Ordnung, kein Problem. Das ist meine Tochter Anna. Sie hat einen Doktortitel. Seit 1983 arbeitete sie für die staatliche Sicherheitsbehörde. Erst für die jugoslawische, dann für die slowenische. Wir sind so etwas wie ein Sicherheitsfamilienunternehmen. Das stimmt. Tito war ein richtiger Profi. Er konnte einem alles verkaufen, selbst wenn man keine Ahnung hatte, was man kaufte. Alles aus dem Institut musste den Amerikanern übergeben werden. Die Dokumentationen, Skizzen, Gerätschaften, alles. Jugoslawien stand vor einem logistischen Problem. Wie sollten Tausende von Gerätschaften in die USA gebracht werden, ohne dass es irgendjemand mitbekommt? Willkommen. Bitte Nachrichten. Oh, vielen Dank. Wir stimmten dem Plan zu, alles über ein neutrales Land in die USA zu schaffen. Die Wahl fiel auf Marokko. Warum Marokko? Marokko gehört der Bewegung der blockfreien Staaten an. Und außerdem gibt es dort eine große US-Militärbasis. Es wurde also ein Staatsbesuch Titos in Marokko inszeniert als Teil des sogenannten Friedensweges. Tito kam auf diesem Schiff, der Galeb, begleitet von einem Transportschiff, in dessen Bauch sich das gesamte jugoslawische Raumfahrtprogramm befand. Galeb ist so etwas wie Titos Flaggschiff. Er verwendet sie zu diplomatischen Zwecken und auf seinen Reisen um die Welt. Offiziell befand sich Titos Flotte auf diplomatischer Mission. Darum war den Italienern oder Franzosen, die regelmäßig Schiffe anhielten und durchsuchten, der Zutritt verwehrt. Es war die bestmögliche Tarnung, um ungestört das Mittelmeer zu durchqueren. Die See war ruhig und es gab keine Probleme auf dem Weg nach Marokko. Einmal besuchte Tito ein anderes Schiff der Flotte. Er wurde an einer Seilrolle hinübergezogen.
Vielleicht hat ihn seine Frau Jovanka mit ihren Launen genervt und er brauchte etwas Ruhe. Sie war manchmal sehr launenhaft, vor allem uns, den Geheimdienstoffizieren gegenüber. Das ist Titos Schlafzimmer. Sieh sich das eine an. Das ist wirklich die letzte Farbe, die ich auf Titos Bett erwartet hätte. Leuchtendes Rosa. Schöne Farbe. Das stimmt, schöne Matratze. Mach sie nicht kaputt, Roger. Ist es ganz? Alles gut, alles gut. Gut. Sie ist ganz. Es ist ein fantastisches Detail des Mythos, dass es ausgerechnet Casablanca war. Denn Casablanca bildet immer nur den Hintergrund, vor dem andere die Drecksarbeit machen. Erinnern wir uns an den Film Casablanca. Es kamen dort kaum Marokkaner vor. Sie bildeten bloß die Kulisse. Wir können ein Stück zusammengehen, aber dann muss ich alleine weiter. Wohin gehen Sie? Ich erfülle einen Wunsch meines Vaters. Worum geht es? Ich stelle viele Fragen. Ich besuche kurz jemanden. Einen Freund Ihres Vaters? Kein Freund, aber er war ein Mitarbeiter meines Vaters. Ich rufe an. Rufen Sie uns an, wenn Sie fertig sind. Okay, in Ordnung. Abgemacht? Okay, tschüss. Tito blieb 2 Tage in Marokko. In dieser Zeit mussten die Transportschiffe entladen werden. Das geschah nicht in Casablanca, sondern ein paar Kilometer weiter an einer amerikanischen Militärbasis. Die Amerikaner verluden die Fracht heimlich und verschifften sie dann weiter in die USA. Der König konnte Tito oder seinen Stab nicht direkt fragen, was zur Hölle ist hier eigentlich los. So laufen die Dinge beim Geheimdienst einfach nicht. Man fragt nie direkt nach irgendetwas. Aus diesen Dokumenten geht deutlich hervor, dass der König nicht wusste, was los war. Haben Sie die Papiere vom Freund Ihres Vaters? Okay, ich frage nicht weiter. Sie wurden im letzten Moment fertig. Als Zeichen seiner Dankbarkeit schenkte Tito jedem von uns einen solchen Revolver und bedankte sich für unsere Mitarbeit. Wir kehrten auf anderen Wegen zurück nach Jugoslawien, da Tito noch weitere Länder in Afrika besuchte. Während sie Marokko verließen, schickte die Sowjetunion mit Juri Gagarin den ersten Menschen ins Weltall. Die Jugoslawen waren also sehr erleichtert, den Handel noch vorher besiegelt zu haben. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Дорогие граждане Югославии, друг и друга, нова атомска доба и први наглед што е продрот човек во космос, учинени се да люди море да страхуваат од тие гениални текови на луѓето ума. Може че нешто од тога биде користено ван наше земја.
Ali neka nam to ne smeta, jer mogu da kažem da ulazimo ne samo sa velikim uspjesom naše socijalističke izgradnje, već i sa najboljim perspektivama za dalji razvitak, za podizanje životnog standarda, za ostvarenje naše sretnije budućnosti. Gehen wir. Gehen wir da lang. Zum Strand, wenn wir es schaffen. Ich denke, wir kommen hier links vorbei. Eigentlich. Nein. Hier rechts. Oje, wenn wir da vorbeikommen. Gehen wir links entlang. Er fällt raus. Wartet. Lasst uns anhalten und erst mal nachdenken und gucken. Gehen wir links rum. Ich habe euch hierher gebracht, um euch den Ort meines ersten Experiments zu zeigen. Ich habe ein Schiff gebaut. Echt? Echt. Ein Schiff. Gebaut aus einem Fass. Einem Fass? Ich segelte vom Strand weg. Und wenn mein Vater mich nicht gerettet hätte, dann wäre ich sicher ertrunken. Ich habe ganz schön was einstecken müssen. Ja, das glaube ich. Wenn du so weit mit einem Fass gekommen bist, du hast uns nur wegen diesem Fass hierher gebracht? Ja, das ist ein wichtiges Kapitel in meinem Leben. Du hättest mir das auch im Hotel erzählen können. Die Jugoslawen verkaufen also ihr Raumfahrtprogramm und das Land blüht auf. Sie werden nicht nur eine große finanzielle Belastung los, sie bekommen auch noch eine riesige Menge Geld dafür. Und auf einmal steigt der Lebensstandard und wird zum höchsten aller sozialistischen Länder. Mnogostrana je i bogata Titova ličnost, kao što je mnogostrana i bogata jugoslavenska socijalistička revolucija, neuzaustavljiva u svom hodu. Zahvaljujući ti u ime komunista na svemu što si tako uspešno, dostojanstveno i sa neumornim žarom revolucionara do sada činio, želimo ti, dragi druže Tito, još mnogo zdravlja i godina života, da bi nas i dalje vodio, poticao, inspirisao. Die Amerikaner bekamen die jugoslawische Technologie, aber sie funktionierte nicht. Von Anfang an gab es Probleme. Als wir das verdammte Zeug bekamen, sahen wir, dass es absolut wertlos war.
Sie haben keine Sorgen. Was hatten Sie schon getan? Sie konnten sich nicht mal um das Schwein kümmern, das Sie ins Meer geschossen hatten. Sie haben es gegrillt und hatten Ihren Spaß. Und obendrauf noch Milliarden unserer Dollars. Während wir alle Ihre Pläne in den Müll werfen konnten. Die Amerikaner waren stinksauer. Was haben Sie damals gesagt? Sie sagten, wir hätten ihnen ein rückständiges Programm verkauft. Das ganze Institut war in Aufruhr. Es wurde eine direkte Telefonverbindung nach Amerika eingerichtet. Wir arbeiteten sogar nachts. Es ist typisch für mythische Konstrukte, dass sich Gegensätze überschneiden. Einerseits wird mit der Balkanregion ein mittelalterliches Ehrgefühl verbunden, wo ein Schwur nicht gebrochen wird. So nach dem Motto, ich verspreche etwas und halte mich daran, auch wenn es meinen Tod bedeutet. Es geht um die Ehre. Lieber sterbe ich, als mein Wort zu brechen. Zugleich ist die Balkanregion bekannt für die Gerissenheit ihrer Bewohner. Können Sie sich die Überraschung vorstellen? Die größte wäre doch gewesen, wenn die Amerikaner ein funktionierendes Raumfahrtprogramm aus Jugoslawien bekommen hätten. Die Amerikaner verlangen eine Erklärung von Tito. Also reist er 1963 in die USA, um sich mit Kennedy zu treffen. Es ist eine heikle Situation. Kommen Sie rein. Wow, nicht schlecht. Hier hat Tito gewohnt und seine Solidarität mit der Arbeiterklasse gezeigt. Manche sind eben gleicher als andere. Wir hatten jeden US-Präsidenten seit 1931 zu Gast. Und wenn der Präsident hier ist, dann um zu arbeiten, nicht um Urlaub zu machen. Bevor er sich 1963 mit Kennedy traf, übernachtete Tito hier im Waldorf. Kennedy war sauer, dass die Technik nicht wie versprochen funktionierte. Tito kam zu Besuch, um die Wogen zu glätten. Mr. President, this is a difficult and dangerous world in which we live. I think it's most important that we have an understanding of the basic policy and objectives so that danger may be lessened. Mr. President, ladies and gentlemen, for this friendly reception and for the kind invitation, please accept our sincere thanks. It is with pleasure that I take this opportunity to have with you, Mr. President, frank exchanges of view of current development and on questions of concern to both our countries. Kennedy stellt Tito ein Ultimatum. Sorgt dafür, dass das Raumfahrtprogramm funktioniert, oder Geld zurück. Tito sitzt in einer Zwickmühle. Die Zusammenarbeit mit der CIA lief nicht so gut wie geplant. Es gab nicht genügend Sicherheitskräfte. Extremisten versuchten, sich waffenschwingend zu Titos Suite durchzuschlagen. Es gab einen Attentatsversuch auf Tito, ausgeführt von einem Mann namens Nicola Cavaia, einem mutmaßlichen CIA-Söldner. Titos Bodyguards hielten ihn auf, bevor er zur Tat schreiten konnte. Aufgrund des Attentatsversuchs wurde entschieden, die Verhandlungen abzubrechen und Tito schnell zurück nach Jugoslawien zu bringen. Die Lage ist auf einmal sehr angespannt. Mr. President? Yeah, I'm... Oh, how are you? This is... I'm very good, Mr. President. How are you feeling? Are you feeling better? Much better. I'm very sorry about your difficulties in New York. Thank you. It is not so bad. Well, they always fool me in New York, too, sometimes.
So I hope that you have a good trip back, and we are very glad you came to the United States. Thank you very much. And you give my best to Mrs. Tito, and you. As I say, we've been glad you're here, and we want you to come back sometime. Yes, thank you. Good. But I hope also that I will meet you in Yugoslavia. All right, fine. Good. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Tito war froh, wieder sicher zurück nach Hause gekommen zu sein. Damit zeigte er der Welt, dass mit Jugoslawien nicht zu spaßen ist. Außerdem warnte er Kennedy vor dessen fehlerhaftem Sicherheitssystem. Im Oktober 1963 kehrte Tito nach Jugoslawien zurück. Im nächsten Monat fährt Kennedy hier auf der Elm Street am Book Depository vorbei und leider gibt es einen Attentatsversuch auf ihn. Und dieser ist erfolgreich. Glauben Sie, dass es eine Verbindung zwischen den beiden gibt? Okay, Sie wollen es nicht sagen. Kein Kommentar. In Jugoslawien wird eine offizielle Trauerzeit begangen. Tito reist nach Belgrad und trägt sich ins Kondolenzbuch ein. Он мене питав, шта сам ја видео, каков им утисак из Америке. Ја сам рекол да нисам баш јако одушевлен вашим демократијом таму нутра. Је није председник све могуће. Нјега постаре бирају. Да није тако лако. Normalerweise gelten Verschwörungstheorien als die Weltanschauung dummer Menschen. Hat man es beispielsweise mit einer komplexen Situation zu tun, die man nicht richtig versteht, dann bietet die Verschwörungstheorie eine einfache Antwort. Paradoxerweise ist ein Weg, um eine Verschwörung zu vertuschen, der, sie als Verschwörungstheorie auszugeben und sich darauf zu verlassen, dass niemand sie ernst nimmt. Da ist die Kirche. Es müsste das dritte Haus auf dieser Seite sein. Welches das? Guten Tag. Guten Tag. Was filmen Sie? Wir drehen eine Dokumentation über... Oh, dann müsst ihr in unser Wirtshaus kommen. Das ist genau richtig für Dokumentation. Kommt rein. Was machen wir? Wie Sie wollen. Kommt, kommt. Machen Sie ein wenig Platz. Und Sie auch. Wir sind so etwas wie ein Filmteam. Setzen Sie sich bitte. Sie können auch am Tisch sprechen. Lassen Sie den Mann doch nicht alleine sitzen. Kommen Sie. Sie auch. Möchten Sie etwas trinken? Was wollt ihr? Haben Sie Saft? Einen Saft? In einem Wirtshaus? Wir haben Rot- oder Weißwein. In einem Wirtshaus muss man doch nicht groß überlegen, was man trinkt. Die ganzen Sachen, die in dem Haus waren, sind noch hier. Oben vermieten wir übrigens Gästezimmer. Ist das Ihr Haus? Sind Sie die Besitzerin? Ja, ich bin die Besitzerin. Wir haben dieses Haus vor ungefähr 30 Jahren gekauft. Wir haben alles umgestaltet, schöne italienische Kacheln verlegt. Von wem haben Sie das Haus gekauft? Pavic. Von den Pavics. Empfehlen Sie uns weiter. Wir haben alles schön renoviert. Kannten Sie Ivan Pavic? Wen? Dieser Pavic. Wissen Sie, dies kann ein rauer Ort sein. Die Leute erzählen alle möglichen Geschichten über alles und jeden. Was ist mit ihm passiert? Woher soll ich das wissen? Manche sagen, er hätte einen tödlichen Unfall am Fährhafen gehabt. Andere sagen, die Serben hätten ihn getötet.
Die Leute erzählen alles Mögliche. Ich sage bloß, was ich gehört habe. Ich weiß nichts Genaues. Es war schwer für Mutter. Sie hat wieder geheiratet. Aber den Namen Pavic hat sie behalten. Sie hat einen Piloten geheiratet. Das war eine gute Zeit. Er war gut zu uns. Das ist das Wichtigste. Ja, aber es hat nicht funktioniert. Also haben sie sich getrennt. Ernsthaft? Warum? Weil es nicht funktioniert hat. Nein? Nein. Wie hast du das verkraftet? Nicht sonderlich gut. Ich glaube, Mutter hat nie an deinen Tod geglaubt. Ich glaube, sie hat darauf gewartet, dass du zurückkommst. Das tut mir sehr leid. Ich weiß, mir auch. Alles. Ladies and gentlemen, President of the United States. There were those men in our government who 10 years ago fought to guarantee America's role in space. I'm glad that I was one of them. Nach Kennedys Tod bekommt Amerika einen neuen Präsidenten, Lyndon Johnson. Und von Anfang an steht er unter Druck, etwas zu unternehmen. Wir sehen einen Kurswechsel in der amerikanischen Politik. Hier, das ist ein Telefongespräch zwischen Präsident Johnson und dem damaligen Außenminister Dean Rusk. Johnson ist sehr wütend während des Gesprächs, wie man hier sehen kann. Er sagt, die wollen uns zum Narren halten. Das ist die größte Sauerei, die ich je gesehen habe. Rusk erzählt, die Jugoslawen wollen ein Treffen von Tito mit Johnson. Johnson gefällt diese Idee nicht. Stattdessen schickt er Rusk nach Belgrad, aber nicht um zu verhandeln, sondern um eine Botschaft zu überbringen. Sorgt dafür, dass die Technik funktioniert, keine weiteren Ausreden oder wir bekommen unser Geld zurück. Rusk sagt sogar, dass sie Jugoslawien drohen oder das Land stürzen könnten. Also entschlossen sich die Jugoslawen, 26 Ingenieure in die USA zu schicken, um den Amerikanern mit ihrem Raumfahrtprogramm zu helfen. Das musste natürlich unter Geheimhaltung geschehen. Sie mussten es so machen, dass niemand davon erfuhr. Die Amerikaner verlangten von uns, jedes Gerücht zu zerstreuen, dass irgendein Ingenieur in die USA gegangen sei, um bei irgendetwas zu helfen. Ivan Pavic war ein Sonderfall. Wir erfanden die Geschichte, nach der er auf der Insel Park in einer Kurve von der Straße abkam und mit seinem Auto, einem Zastava 1300, ins Meer stürzte. Es wurde behauptet, das Auto und die Leiche seien sofort aus dem Wasser geborgen worden. Begraben wurde er in einem verschlossenen Sarg. Es gab eine inszenierte Beerdigung. Seine Frau war natürlich auch da. Sie war damals schwanger. Als ich zum Institut kam, erfuhr ich von einer dringenden Besprechung im Konferenzsaal. Ich war schon spät dran. Also verabschiedeten wir uns mit einem Kuss. Ich muss mich beeilen. Tschüss. Durften Sie sich von Ihrer Frau verabschieden? Nein. Von der Empfangshalle wurden wir an diesem Morgen alle zum Flughafen gebracht. Dort wartete ein Flugzeug, das uns nach Langley ins NASA-Hauptquartier brachte. Wir haben uns nie wieder gesehen. Die Jugoslawen waren geschockt, am Boden zerstört. Angeblich hatten einige von ihnen Nervenzusammenbrüche. Die Ingenieure mussten neue Identitäten annehmen und durften ihre Familien nicht kontaktieren. Es wurde ihnen versichert, dass für sie gesorgt sei und ihnen nichts passieren würde, solange sie stillhielten. Ich habe erst später von Hafner erfahren, dass meine Frau unsere Tochter zur Welt gebracht hatte.
Ich würde gerne den Grund erfahren, warum man mir meinen Vater weggenommen hat. Kein Programm der Welt kann so wichtig sein, dass man dafür jemandem das Recht nimmt, über seine eigene Zukunft zu bestimmen. Es wäre etwas anderes, wenn du dich selbst dazu entschieden hättest. Aber wenn jemand anderes die Entscheidung für dich trifft... Professor Novakovic ist im Arbeitslager auf Goliatok gelandet. Ja, aber er kam zurück zu seiner Familie. Was hatte die Familie denn von ihm? Mit dem Zustand, in dem er sich befand. Keine Sorge, wir hätten dich gerne willkommen geheißen. Ich weiß nicht. Würden Sie Ivan Pavic gerne treffen? Das wäre bestimmt ein sehr interessantes Treffen. Vor allem, weil wir uns jetzt über Dinge austauschen könnten, über die damals geschwiegen werden musste. Und weil Feindseligkeit im Alter allgemein nachlässt. Ich glaube, das hier unten müssen wir auch aufmachen. Ist das weit? Bis ganz nach hinten. Welches Grab ist es? Hier. Das ist es. Dein Grab. Jetzt siehst du es. Wer auch immer darin liegt. Wahrscheinlich liegt gar niemand drin. Ich weiß nicht. Warum sollte da jemand drin liegen? Sie schickten uns also ihre Leute. Sie sollten mit uns zusammenarbeiten. Aber jeder von uns hatte mehr Ahnung als sie alle zusammen. Naja, irgendwann haben wir doch zusammengefunden. Aber das hat gedauert. Die Amerikaner erkannten, dass die jugoslawische Technik niemals funktionieren würde. Auch nicht mit Hilfe der jugoslawischen Ingenieure. Tito wollte vor allem Zeit gewinnen, um eine Lösung zu finden. Die NASA war stinksauer, weil sie Jugoslawien 3 Jahresbudgets überwiesen hatte und jetzt den Flug zum Mond verschieben musste. Er traf uns hinter verschlossenen Türen und versicherte uns, dass man uns ebenso wenig vergessen hätte wie die verletzten Partisanen bei der Schlacht von Sutjeska. Die jugoslawischen Ingenieure erwiesen sich als ein wertvoller Gewinn. Und einige von ihnen stiegen sogar bis ganz nach oben innerhalb der NASA auf. Ohne irgendwelche Hilfe durch Titos Technik startete ein paar Jahre später die Apollo-Mission. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program. All 11 Houston, you're good at 1 minute. Pick up the set. Okay, engine stop. ATA at a descent. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call. I just can't tell you how proud we all are of what you've done.
Houston. Next, you're good. Excellent. Es wurde groß gefeiert. Medaillen und Auszeichnungen wurden verliehen. Aber wir, die 26 Ingenieure, wurden nicht einmal erwähnt, als gäbe es uns gar nicht. Einige Jahre später beging Pavics Frau Vesna Selbstmord. Wie war Vesna, ihre Mutter? Ich glaube, sie war für ihr Leben erschüttert, weil sie die Liebe ihres Lebens verloren hat. Sprach sie jemals über Ivan, ihren Vater? Ja. Eigentlich sprach sie die ganze Zeit von ihm. Entschuldigen Sie. Sie hat es nie geschafft, weiterzuleben, nachdem sie ihn verloren hatte. Das macht mich traurig. Die Apollo 11-Crew kam zu Besuch nach Belgrad und die Amerikaner schickten eine Gruppe Unterhändler mit. Tito kann sie natürlich nicht einfach ignorieren. Sie warnen Tito, dass sie sich durch seine Ausreden nicht mehr vertrösten lassen werden. Das bezahlte Geld wird nun in einen Kredit umgewandelt. Dies führt zu einem Konflikt zwischen Jugoslawien und den USA, der sich immer weiter verschlimmert. In only two short days, we've met the leaders, and we came to bring the spirit of Apollo. But we are taking more than we brought. I'd like to say, Doviđenja, Yugoslavia. Tito war sauer. Aus den Transkripten, die ich gefunden habe, lässt sich ablesen, dass er außer sich war. Hinter verschlossenen Türen drohte er Nixon damit, dass er den Sowjets, ich zitiere, Informationen über die Inkompetenz und Leichtgläubigkeit der Amerikaner mitteilen könnte. Nixon führte sich so arrogant auf wie ein richtiger Ami. Er wollte sogar, dass Tito diese paar Millionen Dollar zurückzahlte. Jugoslawien hatte schließlich 20 Milliarden Dollar Schulden. Nixon war zudem stinksauer darüber, dass Tito in aller Seelenruhe seine kubanischen Zigarren rauchte, die er direkt von Fidel Castro bekam. Great many people in the United States wonder how a man of 77 continues to look so healthy and fit. I wonder if you might give the American people a secret. Recept za stalna dinamika rada zaposlenosti, nemam vremena da starim. Well, it may hurt what we're trying to do with Yugoslavia right now. We never have tried to pick a fight with anybody. There's always disagreement about things, but this is something that has been a presidential initiative from the beginning. That's right. Be very tough with them. And say, you people are against communists, period. Yes, sir. We have some pretty good tricks in our bag. Those bastards, you really must have a problem with us, huh? Of course, this will confuse them, and this will keep them a lot before. That's right, and they anticipate... And if it doesn't work, I don't care. I mean, I'm going to find out soon, and then I'm going to turn right so goddamn hard it will make your head swim. I don't know, sir. I will bomb those Yugoslav bastards right out of the off the earth. I really mean it. Six Yugoslav diplomatic missions throughout the United States are damaged in a series of mysterious bomb blasts, all occurring within 1 hour of each other. In Washington, the Yugoslav embassy suffered heavy damage. Here, the bomb was placed in a shallow hole outside the furnace room.
Ceiling tiles were broken, windows shattered, and a large hole blown out of the foundation wall. Casualties reached into the ranks of 28 wounded. Many suspects were rounded up for questioning. The State Department condemns the bombings as outrageous and senseless. Anti-Tito political terrorists are blamed for the attack. Tito bekam Angst und begann zu überlegen, wie er den USA die Schulden für das Raumfahrtprogramm zurückzahlen könnte. Da wir das Geld nicht hatten, suchte er nach Alternativen. Aufgrund einer Expertenanalyse kam Tito darauf, die Schulden durch den Export von Autos zurückzuzahlen. In der Zastava Autofabrik war man sehr überrascht von Titos Vorschlag, ein Luxusmodell zu entwickeln. Aber die Ingenieure nahmen die Herausforderung an. Jugoslavia i Sjedinjene Američke Države. Već niz godina uspešno sarađujem. Ja duboko vjerujem da ćemo tu saradnju sada još više produbiti. U ovu stranu i širem interesu. I hvala. Mister... No, čekaj da popijemo pokoziti. Ein paar Jahre später kam Tito wieder zur Zastava-Fabrik nach Kragujevac, wo ihm der Schlüssel für den Prototypen des neuen Automodells überreicht wurde. Es war eine höchst unangenehme Situation. Tito gab den Schlüssel an seinen Adjutanten weiter und sagte, dass dieses Auto für ihn nicht angemessen wäre. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Es war ein klarer Fehler von Zastava, Tito nicht darüber zu informieren, was für ein Auto genau sie bauen wollten. Sigurni smo, da će Jugo biti najveća vrednost za najmanje novaca. Našem Jugu želim dobro more i srećan put u Ameriku. Good luck in Amerika. Introducing the new Yugo, a paramount engineering achievement from Yugoslavia. From busy traffic to rough terrain, Yugo will lead you anywhere. From the west to east coast, Yugo defeats the competitors. Reliability is his second name. Dependability and safety now have a totally new meaning. Do not hold your horses. Your dream of a tough, dependable car can finally be fulfilled. Buy yourself some freedom. Buy a Yugo. Yugo. More freedom for less money. Die Geschichte wiederholt sich. Die Yugos kommen in den USA an und schon bald gilt der Yugo als eines der schlechtesten Autos der amerikanischen Automobilgeschichte. Die Beziehung zwischen Jugoslawien und den USA verschlechtert sich weiter. Was machen wir jetzt? Wir treffen uns mit Viktor. Er hat in den 80ern in der sowjetischen Botschaft gearbeitet und hat einen ganzen Haufen von interessantem Zeug über die amerikanische Einmischung in Jugoslawien. Victor, 38B? Yes. Das müsste es sein. Der Fehlschlag mit dem Yugo führt dazu, dass Tito anfängt, die Kontrolle zu verlieren. Die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich. Inflation und Arbeitslosigkeit steigen. Der riesige Schuldenberg aus dem Raumfahrtdeal wird auf die verschiedenen jugoslawischen Republiken verteilt, die sich darüber beschweren. Tito sieht sich gezwungen, ein neues Grundgesetz zu unterzeichnen, welches den einzelnen Republiken mehr Freiheiten zugesteht. Tito versteht das als einen Verrat gegen sich. Für die USA ist es der perfekte Zeitpunkt, sich direkt in Jugoslawien einzumischen.
Das ist ein geheimer CIA-Bericht. Nennen wir ihn Vorlage für die Zukunft Jugoslawiens. Sie stellten einen Plan auf, was passieren muss, damit die USA ihr Geld zurückbekommen. Wir wussten von diesem Plan. Man nennt das Destabilisierung. Und es beruht auf der wohlbekannten Strategie der Kriegsführung niedriger Intensität. Destabilisierung des sozialistischen Regimes, Unterstützung demokratischer Parteien, Ermunterung amerikanischer Unternehmen, mit einzelnen Ländern mehr Geschäfte zu machen, da diese kleiner und damit leichter zu kontrollieren sind. Die jugoslawische Volksarmee ist plötzlich das Letzte, was das Land noch zusammenhält, und sie versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Auf der anderen Seite werden radikale demokratische Ideen von den USA unterstützt und vorangetrieben. Solange der Staatssicherheitsapparat derselbe bleibt, ist jede Rede von einem Übergang hin zu einer demokratischen Zivilgesellschaft hinfällig und sinnlos. Man muss sich bewusst machen, dass der Apparat noch da ist und arbeitet. Ich erinnere mich gut an Ihren Landsmann Žižek. Er stand unter Beobachtung der Staatssicherheit, da er radikale philosophische Ideen verbreitete. Er war eine größere Bedrohung für die jugoslawische Volksarmee als einige anti-jugoslawische Terroristen. Solange die Beziehungen zwischen Politik und Volksarmee nicht geklärt sind, ist es zynisch, von einem Übergang zu einem normalen, modernen Staat zu sprechen. Das ist der Anfang vom Ende für Tito. Er wird immer älter, er wird allein gelassen, während die Spannungen zunehmen. Možda se ne osjećam više dovoljno, onako kao što sam se osjećao nekad, i da dam ono što se očekuje od mene. Bojim se toga da ne, to ne dođe, da se će mnogo više od mene očekivati nego što ću ja moći dati. An diesem Tag war ich auf dem Weg von Ljubljana nach Belgrad. Als wir in Belgrad ankamen, nahmen wir ein Taxi. Wir waren überrascht, dass der Taxifahrer nicht so gesprächig war, wie es die Belgrader Taxifahrer normalerweise sind. Ihm standen Tränen in den Augen. Wir fragten nicht, was passiert war. Wir wussten es schon. Es war für uns nur die Bestätigung dafür, dass es wirklich passiert war. Što te nema, kad na mlado poljsko cvijeće biser niže ponoć njema, kroz grudi mi pjesma liječe. Što te nema, što te nema, a što te nema, kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema. Što te nema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema, a što te nema.
Jugoslawien beginnt zu zerfallen. Es gibt viele Kriege, viele Opfer. Verschiedene ethnische Gruppen bekämpfen sich und versuchen, neue Länder zu schaffen. Auf einmal erschienen meine Karriere und mein Leben wertlos. Alles, wofür wir gekämpft und gearbeitet, wofür wir uns aufgeopfert hatten, ist verschwunden. Als ich 1991 sah, dass das Land auseinanderfiel, versuchte ich zurückzugehen und floh nach London. Aber der Flug nach Zagreb wurde abgesagt, wegen eines Angriffs der jugoslawischen Volksarmee. Ich schaffte es nicht nach Zagreb. Mir blieb also nichts anderes übrig, als dorthin zurückzugehen, wo ich herkam. Ich bin froh, dass wir uns schließlich doch noch gefunden haben. Ich auch. Ich glaube nicht, dass die CIA mit so viel Blutvergießen gerechnet hat, als sich die einzelnen Länder von Jugoslawien lösten. Sie mussten etwas tun, um den Krieg zu stoppen. Und 1999 flog die NATO einen massiven Luftwaffeneinsatz gegen das, was von Jugoslawien noch übrig war. Ironischerweise ist eines der ersten Ziele die Fabrik, in der der Jugo gefertigt wurde. This is a great day for freedom. You secured your freedom and you proclaimed it will never be the same again. And America will help to encourage more American companies to do business here, to expand trade, and to do other things which will help your economy. Democracy, tolerance, and human rights must prevail everywhere, for no nation is safe, no prosperity is stable. We must build a Europe with no frontline states, and Slovenia can lead the way, and America will help. Dieser Film wird ein voller Erfolg, wenn sich der durchschnittliche Zuschauer hinterher darüber bewusst wird, dass wir nicht nur ständig manipuliert werden und so weiter, sondern darüber, dass es keine einfachen, direkten Lügen gibt. Selbst wenn alles gefälscht ist, dann lehrt uns diese Fälschung, insofern wir wissen, dass es eine ist, sehr viel über die soziale Realität, in der wir leben. Etwas, das nie passiert ist, ist trotzdem wahr. Das ist die entscheidende Botschaft. Da ist doch das Grab seiner Frau. Wo? Da. Wollen wir gehen? Komm, Papa. Hast du Hunger? Durst? Scheiß auf dich, Tito.